Mann, ich könnte mich jetzt so ärgern. Ach Mist. Und die Sonne strahlt doch voll auf den Monitor. Das ist unglaublich. Ja. Nein, was? Wo sind wir denn jetzt? Oh Gott. Muss ich jetzt wieder von vorne machen? Wo sind wir denn jetzt? Nein! Was? Ach komm. Gott sei Dank sind die Laufwege nicht so weit. Aber das lief gut. Muss ich sagen, die erste Zeit lief echt gut. Aber dann irgendwie, So, warte mal. So, die meine Klinik benötigt alle medizinischen Vorräte, die wir kriegen können. Alles, was du findest und zu mir bringst, wird Leben retten, Burnett. Ja, das hatten wir ja schon gelesen. Warte mal, da ist noch die Mail von Parrish. Ja, das hatten wir auch schon gelesen. So, jetzt will ich das Ganze nochmal ausprobieren. Ah, Mist, wir müssen das neu machen. Okay. Ist nicht so schlimm. Gewalt gegen Friedenswächter ist ein Kapitalverbrechen. Achtung! Gewalt gegen Friedenswächter ist ein Kapitalverbrechen. Ist nicht so schlimm. So, was hat er geschrieben? Gute Arbeit beim Hacken dieses Senderempfängers. Jetzt können wir ihr geliebtes Apex-Netzwerk gegen sie einsetzen. Ja. So, ich will das jetzt nochmal. Ich will das jetzt nochmal ausprobieren. Tödliche Gewalt wird zum Einsatz kommen. Nein! Das gibt's nicht. Mist. Das lief gerade besser. Ich hänge. Oh Gott, ich hänge. So, ich bleib mal hier so ein bisschen in Deckung. Warte mal ein bisschen die Abklingzeit, damit es so ein bisschen runter geht. So. Dies ist eine Null-Toleranz-Zone. Kriminelle Aktivitäten werden sofort strafrechtlich verfolgt. So. Okay. Ah, guck mal. Möchte hier noch jemand kommen? Hallo? Sonst jemand hier nochmal hin? Das wäre schön, weil dann könnte ich die durch den Schlitz erledigen. Die Schlitz. Durch den Schlitz. Na, lauf doch nicht weg. Verdammt. Ah, Sie nach Hause zurück, da oben läuft jemand. Guck mal an. Auf der okay. Die Anstifter auf der Straße. Jetzt versuche ich das nochmal ins Lager zu kommen, weil jetzt ist ein bisschen Ruhe wieder eingekehrt. Hier steht, glaube ich, auch direkt jemand. So. Er ist weg. Munition nehme ich natürlich mit, ne? Mist. Schnell nachladen. Okay, dann räumen wir auf. Ist mir egal. So. Was haben wir hier Schönes eigentlich drin? Das hört mich mal. Oh, Munition und Patronen und tralala. Na komm, zeig dich. Sollte mich mal heilen. Der hat ihn, glaube ich, in die falsche Richtung geguckt, aber ist egal. So, komm her. So, sehr schön. Läuft, würde ich sagen. Sauber, haben wir. Bisschen abluten. Die haben nämlich auch ein bisschen Geld dabei. Fällt mir gerade auf. Ist mir die ganze Zeit noch nicht aufgefallen im Spiel. Aber so ist das, wenn man so spielt und dann achtet man zwar auf Dinge, aber nicht auf alles. Und wenn man nur zusieht, so wie ihr zum Beispiel, dann sieht man viel, viel mehr. Das ist mir aber auch schon aufgefallen, weil ich gucke ja selber auch. Nein, werf ihn doch am. Nein! Was? Das gibt's doch nicht! Wo kam der denn auf einmal her? Ich habe gedacht, ich habe jetzt meine Ruhe. Das gibt's doch gar nicht.
Hätte ich mal auf die Karte geguckt, da wären wir wieder am Thema zugucken. Nee, was ich damit sagen wollte, man sieht, das fällt mir auch auf, wenn ich selber so Let's Plays gucke oder so, dann sehe ich manchmal bei Leuten so und sage so, warum hat er das denn nicht gesehen? Aber jetzt selber, wenn ich selber spiele, fällt mir das selber natürlich dann auch auf. Wenn ich im Nachhinein mir das nochmal angucke oder so, beim Schneiden oder sowas. Nein, das gibt's doch nicht. Okay, passt auf. Diese Mission, die ist jetzt echt also... Okay, wir testen es nochmal aus. Ich denke mal, wir kriegen das hin. Jetzt nicht so schwer. Scheiß auf die Schulden! Ich beeile mich jetzt mal ein bisschen. Gewinnt. Gehe ich durch die Gasse. Und mach dort Kasse. Ich würde ja gerne hier vorne reingehen. Das Problem ist aber, dass da... Ah, wir haben schon wieder E-Mails. SMS meine ich. Genau, die hatten wir alle gelesen. So. Ich will das jetzt trotzdem nochmal ausprobieren. Ja, ja, geh weg. Nein, du kannst gehen. Du kannst einfach gehen. So. Schon wieder eine Mail bekommen. Nein, ich, mir eben die Mail lesen. Ja. So. Ich will das jetzt trotzdem nochmal ruhig angehen. Das war jetzt ein bisschen ruhiger. Ohne Alarm auslösen, vielleicht klappt das ja. Das muss ja klappen. Dies ist eine Nulltoleranzzone. Kriminelle Aktivitäten werden sofort strafrechtlich verfolgt. Oh, ich habe ein bisschen das Gefühl, da kommt jetzt einer raus. Oder zwei, oder drei, oder vier, oder fünf. Mist. Das Lager ist gar nicht mal so schlecht, weil man hat viel Deckung. Draußen ist natürlich ein bisschen schwieriger. Hier ist jetzt jemand, der läuft. Aber hier links auch immer. Ah, das ist so mies, weil man nicht weiß, ob die jetzt rauskommen oder nicht rauskommen. Der scheint da zu bleiben. Dann nehmen wir mal den hier. Wo ist der? Ist er wieder auf der Treppe? Ah, das ist zu riskant. So, der ist weg. Der eine wird da wieder dahin rennen, deswegen gehen wir mal ganz schnell hier rein und warten mal darauf, dass der eine jetzt dahin rennt. Der wird den ja wahrscheinlich sehen, der jetzt rechts auf der Karte ist, oder? Oder auch nicht. Je nachdem. Wir müssen natürlich höllisch aufpassen, dass sie uns nicht finden, ne? Ich frage mich, wann der erste runtergerannt kommt, um den... Der wird den wahrscheinlich sehen jetzt. Der Typ, der da läuft... Der wird den vielleicht sehen. Man müsste die irgendwie wegschleppen können, die Leichen. Das wäre echt mega. So ein bisschen so ein Auge auf die Karte jetzt werfen. So, ich warte nochmal drauf, ob der den jetzt sieht. Aber anscheinend sieht er den nicht. Der rechts jetzt, der Typ. Doch, jetzt hat er ihn gesehen. Boah, ich dachte schon, warum schießt der nicht, Alter? So, jetzt kommt der andere. Der andere wird den wahrscheinlich jetzt aussehen. Hier ist noch ein Spind, den können wir nur öffnen. Okay. Nein, scheiße, fuck! Mann, scheiße! Das gibt's doch nicht, rennt der weg, ey. Scheiße. Fuck. Komm her, komm. Warte mal eben. Habe ich den? Habe ich, glaube ich. Na, den habe ich nicht. Uah, fuck. Aber jetzt. So, jetzt sollte ich mal ganz schnell schleunigst hier. Da kommt nämlich schon wieder jemand. Ich sehe den auf der Karte. Bevor ich jetzt hier anfange weiter zu looten, sollte ich den, glaube ich, mal jetzt erledigen.
So. Und natürlich ein Auge, da kommen noch mehr. Okay, der Alarm geht ein bisschen runter. Vielleicht haben wir ja Glück, dass der aufhört, der Alarm, weil dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Okay, ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. So. Sehr schön. So, läuft schon wesentlich besser. Die liegen ja alle so ein bisschen rum. Und machen gerade Haier und schlafen. So, Haier, Haier machen. Haierbusa. Den loote ich auch nochmal ab. Einer ist, glaube ich, noch hier, soweit wie ich das auf der Karte gerade gesehen habe. So. Puh. Aber ich merke, die Basen werden nicht einfacher. Die werden schwerer. Finde ich ganz gut. Ist wenigstens nicht so... Warte mal. Ach nee, ich will den Backstein nicht. Lass den Backstein da liegen. Backstein, Backstein. Hier war Munition drin, ne? Genau. Hier müsste man sich hinlegen können. Das wäre cool. Und dann so durch das Tor schießen. Okay, zwei Stück, wenn ich das richtig sehe. Auf der Karte sind das. Okay. Den loote ich auch noch aus. Er hat 5 Dollar dabei. So. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, hinten durchs Lager durchzugehen und nicht vorne durch den Haupteingang. Ich glaube, es war echt die richtige Entscheidung. Ich schaue nochmal, ob ich hier nochmal eben ein paar Sachen finde, die wir uploaden können. Tralalalala. Was haben wir hier? Da haben wir noch einen Speicher. Speicher, Speicher, Speicher. Chemikalien, Gesundheitskit, sehr schön. Warte mal. Cool. Ich baue nochmal eine Bombe. Da fehlt uns jetzt Treibladungspulver. Aber wir können noch ein Heckmodul bauen. Und noch ein Heckmodul bauen. Je mehr wir haben, desto besser. Vor allem, wie sollte man denn bei der ersten... Ah, ich glaube, ich weiß wie. Normalerweise hätte man, wenn man jetzt nicht gewusst hätte, wie man im ersten Gebiet bei den Basen reinkommt, dann hätte man erst bis hierhin spielen müssen. Dann hätte man nämlich die Dings gehabt. Hallo? Wieso kann ich das... Das leuchtet doch. Wieso kann ich den... Ich kann... Hallo? Kann ich da... Nein, kann ich nicht. Okay. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin... Der zu uns? Nein, ne? Anscheinend gerade nicht. Achtung, Bürger. Auf Randalierer wartet tödliche Gewalt. Gehen Sie sofort auseinander. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Ich will den messern. Auf den Boden sofort, du Glocksner. Du bist verhaftet. Der andere hat das bestimmt mitbekommen, weil der direkt daneben steht. Ja, dreh dich um. Oder? Nee, anscheinend nicht. Eisen noch mehr, da drüben ist noch einer. Oh, oh. So, warte mal, wir müssen, glaube ich, einfach nur nach unten hier. Ich glaube, wir müssen zu dem Fahrzeug hier. Kann das sein? Weil die anderen sind etwas weiter weg, das ist ganz gut für uns. Ach nee, das ist ein Geschütz. Oh Gott, ich sehe es gerade. Warte mal. Eroberung nicht möglich. Gebiet von Feinden befreien. Ach so. Ach so ist das. Okay. Ja, warte mal. Dann versuche ich erstmal das Geschütz zu zerstören, oder? Obwohl. Ich glaube, ich nehme erstmal oben den Typen und dann das Geschütz. Aber wie gut, dass wir jetzt hier so ein bisschen Ruhe haben. Dass wir hier so ein bisschen aufgeräumt haben. Dass wir nicht hier so einen Stress haben. Dass das hier. Dass das jetzt hier so ein bisschen in Ruhe läuft. Ich hoffe, das Geschütz sieht uns nicht. Das wäre natürlich nicht so schön. Okay. Wo guckt der Typ gerade hin? Das möchte ich gerne mal wissen. Ah, okay. Sehr schön. Ich komme später mit, okay?
So. So, den haben wir. Jetzt nur noch das Geschütz und dann sind wir eigentlich so gut wie fertig. So, warte mal. Hier haben wir noch irgendwas zum Zerstören. Das ist aber alles unten. So wie das aussieht. Wie komme ich denn? Komme ich hier irgendwie nach unten? Boah, von hier aus treffe ich das Geschütz nie im Leben. Weil ich will ja auch keinen Alarm auslösen. Dass da wieder irgendwelche neuen Gegner spawnen. Das weiß ich nicht, ob das hier auch so ist. Ob da halt neue Gegner immer wieder spawnen. Jawohl, läuft. So. Jetzt haben wir, glaube ich, hier niemanden mehr. So, jetzt zerstöre ich natürlich, jetzt sabotiere ich erstmal die ganzen Sachen, die wir hier haben. So, warte. Hier ist ein Kasten. Den sabotieren wir mal. So. Dann haben wir hier drin, glaube ich, irgendwas. Ah, guck an. Das müssen wir sabotieren. Und wir müssen das Gerät da sabotieren. Das können wir eigentlich machen, indem wir... Warte mal, geht das, wenn ich das da ranwerfe? Nee, ne? War klar. Ich wollte jetzt Viereck drücken. Ich bin voll im 7 Days to Die... 7 Days to Die waren. Nee, ich will... Nee. Moment, warte mal. Ich muss da erstmal mit klar. Ich komme. Das Spiel spiele ich jetzt schon so lange und ich komme da immer noch nicht mit klar mit diesem Wechseln immer. So, probieren wir mal. Einmal. Zweimal. Das war's. So, R1. Genau. Jawohl. So, das hätten wir. Sehr schön. Mal eben kurz gucken. Kriegen wir hier was zum. Looten, da. Das nehmen wir noch mit. Und hier natürlich auch. Da können wir wieder was bauen. Hier sind noch ein paar Spinde, die wir noch aufmachen. Sehr schön. Wir können was bauen, habe ich gesehen, ne? Und zwar... Bauen wir nochmal eine Bombe. Dann haben wir zwei davon. Sehr schön. So. Und jetzt können wir die medizinischen Produkte ausliefern. Yeah. KVA Hilfsdepot. Gelände überfallen.